Halli, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Ja, Mann. Bam. Sprecht ihn bloß nicht an. Upsala. Mir mal lieber Geld. Ich glaube, ich mach mal die Musik aus. Die stört mich ein bisschen. So. So, wir können jetzt hier nochmal was klauen. Dann haben wir die geklaut. Jetzt haben wir die. Was willst du denn? Tü. Notruf. Was ist der Grund des Anrufs? Nein. Die Cops sollen sich beeilen. Scheiße. Sie haben sie per CTOS lokalisiert. Die Polizei ist auf dem Weg. Oh Gott. Oh Gott. Was soll ich machen? Ja. Das wird noch die ganze Zeit so gehen. Ich will jetzt keinen neuen Song haben. Ach, die Polizei, schön. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte mal eben hier halten, weil ich mach mal hier genau. Da muss ich hin. Oh. Jetzt ja nicht auffällig werden. Muss ich doch wieder umdrehen. Oh nein. Nicht unvorsichtig werden. Nee, ich bin nicht unvorsichtig. Ich weiß nicht, ob ich blinken muss. Ich fahre jetzt einfach hier hoch. Die Polizei fährt mir hinterher. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt hört bei diesen Autofahrten. Ich muss das mal in der Aufnahme überprüfen, ansonsten muss ich die Lautstärke ein bisschen runterdrehen. Na scheiß drauf, wollt ihr mal sehen, was ich wirklich kann? Darf mir jetzt nur keinen Fehler erlauben. Hatte gerade eine Angst. Thank you.
So, jetzt bin ich in San Francisco. Müssten wir es auch nicht mehr weit haben. Ist auf jeden Fall genug Autos klauen, das ist schon mal klar. War knapp. Ich meine, ich bin angestoßen, das weiß ich, aber es hätte schlimmer ausgehen können. Ja, das habe ich nicht drauf. Vielleicht sollten die allgemein hier keine Ampeln stehen haben. Was zur? Oh, Entschuldigung, dass ich dich beim Sprayen gestört habe. Entschuldige, ey. Ich muss hier verschwinden. No, no, no. Hier gibt's Waffengesetze. Ja, Entschuldigung, ich wollte die auch nicht. Aha, ich vertue mich nur immer. Weil man was hat, muss man es nicht unbedingt benutzen. Was ist denn da? Da ist was. Da ist was. Dann kann ich aber nicht hacken. Oh, das ist eine Hundehütte. Naja. Oh, Entschuldigung. Der war im Weg. Verarschst du mich? Ja. Da liegt, glaube ich, ein Kleidungsstück. Ich soll hier rein? Schönen guten Tag. Upsala. Ist das ein Scherz? Nee, sorry. Ich bin echt einfach abgerutscht. Muss ein Erdbeben gewesen sein. Sonst hätte ich niemals derart versaut. Ach, ich musste die Farbe komplett abschleifen und dann neu anfangen. Puh, echt scheiße. Aber ich muss sagen, meine Miniaturenarmee wird klasse aussehen. Ne? Ja. Ich meine, klar, wir sind hier ja in so einem Ort. Cool. Sieht aus, auf jeden Fall. Hat Spaß dran, ne? Dein Deck ist Müll. Du hast zu viele Karten. Okay, nimm erstmal alle Aue-Karten raus. Deine Monster sind kompletter Abfall. Und du hast nur einen Synergiebonus von plus 1. Du solltest in maximal 4 Zügen oder so plus 3 ziehen. Hi! Okay. Klar. Hey, willst du eine Runde mitspielen? Wir brauchen noch einen Spieler. Das ist eins dieser neuen deutschen Spiele, hä? Huh? Scheiße, das ist Free Road. Hat einen goldenen Ace gewonnen. Würde echt gern, aber ich bin spät dran. Kein Problem. Ja, aber ich will. Bis zum Henker. Ich würfle eine 12 und habe ihn kaum getroffen. Aber es hat gereicht. Mein Paladin hatte nur noch einen Lebenspunkt, bevor ich alle mit einem Gebet an meine Schutzgöttin Arneson heilen konnte. Oh, hey. Die sind definitiv ja in ihrer eigenen Welt. Kein Problem. Ich find's cool. Wir haben 6:30. Die Hackerhöhle. Zu Hause. Yo! Endlich!
Also, ich habe mit Josh geredet. Und Bloom, eins auszuwischen, stand schon lang auf der Liste. Okay, im Kampf gegen Bloom brauchst du zwei Dinge. Du musst die Leute von deiner Sache überzeugen, um nicht als Troll dazustehen. Und wir brauchen Bots, und zwar jede Menge, um alle Daten von CTOS zu verarbeiten. Danke, Josh. Wir haben letzte Nacht die App modifiziert. Wenn du uns Follower bringst, die die App downloaden, können wir ihre Prozessorleistung für uns nutzen. Machen wir ernst? Ziehen wir das durch? Ja, Mann, wir ziehen das durch. Legen wir endlich los. Scheiße, ja, Mann! Die Barbaren sind an den Toren und bereit, Römerschädel einzuschlagen. Wir starten ein paar große Dinger mit Massenwirkung, die uns Sympathien bringen, damit die Leute unsere App runterladen. Mhm. Gut. Keine Sorge, wir fangen mit was Gutem an. Marcus, da bist du ja. Am Leben und trocken. War mir nach dem Nachtbaden nicht so sicher. Komm her, das musst du dir ansehen. Ich will alles ansehen. Was haben wir denn da? Die Original Chicago Dead Cell koordiniert ihre Operation. Alle arbeiten vorrangig auf dasselbe Ziel hin. Gerüchten zufolge gibt es bei der anführerlosen Gruppe ganz oben jemanden, der sagt, wo es lang geht. Den Rat der Daves. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber irgendjemand kanalisiert ihre Anstrengungen. Ich weiß das, weil ich sie genau studiert und sogar einige ihrer Ops ausprobiert habe. Ich wollte sie emulieren. Wollte herausfinden, was funktioniert und habe es bei uns angewandt. Doch die Mitglieder unserer Bay Area Dead Cell könnten verschiedener nicht sein. Gäbe es ein Spektrum zwischen Anarchist und Aktivist, würden wir das Ding wohl komplett ausfüllen. Aber eine Sache vereint die Hauptcrew. Jeder von uns hat seine Gründe, die großen Datenunternehmen zu hassen. Oder etwas genauer, Bloom und sein CTOS. Ich habe Operationen überwacht und dafür gesorgt, dass die Leute dahin kommen, wo sie hin müssen und ihre Werkzeuge haben. Ich habe das große Ganze im Blick. Wie ich das sehe, habe ich die Lunte angezündet. Ist nur eine Frage der Zeit, bis Bloom und DedSec die Explosion fühlen. Ich will noch mehr. Ich will mich umsehen. Ich will alles genießen. Na guck mal, da kann man sich direkt umziehen. Wie kann ich einkaufen? Was kann ich denn da einkaufen? Ach, Oberteile und Klamotten und so. Ja, okay. Da kann ich mich dann umziehen. DedSec hat Josh entdeckt. Anti-CTOS-Videos auf Envy zu posten. Der Junge läuft mit einer Plastik-Halloween-Maske herum. Ein Totenkopf. Aber der allerbilligste Totenkopf, den er finden konnte. Man sieht durch das Ding seine Augen. Ein absolutes No-Go in Sachen Profiler meiden. Er hat seine Stimme verzerrt, benutzt aber noch dieselbe Ausdrucksweise. Josh ist ein hochfunktionaler Autist. Er hat also eine ganz besondere Art zu sprechen. Citara konnte ihn leicht aufspüren. Aber er war ganz anders, als wir es erwartet hatten. Wenn es ums reine Codieren geht, spielt Josh in einer höheren Liga als der Rest von uns. Wir haben sein CTOS-Profil gesehen und da sind allerlei böse Hinweise erschienen. Emotional zurückgeblieben. Labil. Sogar wenig Punkte bei der geistigen Reife. Nichts davon trifft zu. Und er wurde schnell zur Aktivistenseele unserer Gruppe. Er sieht die Dinge zumeist schwarz-weiß. Fair und unfair. Weshalb er manchmal erfrischend und oft auch urkomisch rüberkommt. Wir haben kurz gesehen, was CTOS ihm angetan hat. Abgelehnte Pflegeprogramme. Gekürzte Unterstützung. Überberechnung. Wir boten ihm Hilfe an, die Sache wieder ins Lot zu bringen. Als wir Josh kennenlernten, hatte er die richtigen Intentionen, aber den falschen Ansatz. Wie ein Laser, der eine Lightshow erzeugt, statt Löcher zu brennen. Wenn ihn Blooms System arbeitsunfähig machen will, dann schnappen wir ihn uns natürlich und setzen ihn direkt auf Bloom an. Ich muss einmal hier... Da. Ich kann die gar nicht. Was ist das denn? Ach, Mann. So, dann geh ich erstmal hier. Guck hin. Wrench, Mann. Was soll man zu dem sagen? Da läuft ein echt kranker Scheiß. Gern würde ich sagen, dass sich unter der harten Schale ein sensibler, charmanter Typ verbirgt. Aber ich glaube, dass der abgefuckte Freak immer durchkommt. Ich weiß gar nicht, wer ihn rekrutiert hat. Er tauchte einfach in lokalen Hackerspaces auf und baute seine Zerstörungswerkzeuge. Am Anfang dachte ich, dass er sich zu viel Mühe gibt, dass er ein FBI-Spitzel ist oder so. Aber kein Agent würde so selbstmörderische Stunts wie dieser Typ abziehen. Die Wahrheit ist wohl, dass Wrench auch bereit ist zu sterben, dann aber mit einem lauten Knall gehen will. Und trotzdem bin ich froh, dass Wrench auf unserer Seite steht. Eins der größten Probleme der
der Gruppe ist der Mangel an ZPK. Zu Porticom. Ranch ist das personifizierte ZPK und hat seinen eigenen Vorschlaghammer dabei. Er ist auch kein dummer Rowdy. Ich habe Code von ihm gesehen. Der Typ kann was. Deshalb interessiert er sich wohl für Deadsec und nicht für irgendeine Straßengang. Aber weißt du, ich nehme das zurück. Er könnte auch in einer Straßengang sein. Wer weiß. Was ich sicher über Ranch weiß. Der Mann hasst Blumen. Ich meine, er hasst die. Zum Warum äußert er sich nicht? Er trägt die Maske, um eine Gesichtserkennung zu verhindern. Aber wovor versteckt er sich? Er sagt es nicht. Wie hat man in der Gegend hier Spaß? Was meinst du? Das macht Spaß. Ja, aber außerhalb dieses Gebäudes. Nein. Okay, gutes Gespräch, Josh. Josh möchte nicht mit uns reden. Er auch nicht. Reden wir über Sitara. Sie leitet DedSec in der Bay Area. Der Hackerspace. Sie zahlt dafür mit geliehenem Geld. Jedes DedSec-Poster, jeder Flyer. Dahinter steckt Sitara. Sie hat sogar an unseren Haupttools mitgearbeitet. Hat einen der ersten Zero Days in CTOS 2.0 gefunden. Einige nennen sie Madam President. Aber ich sehe sie hier als Piratenkapitänin. Sie bringt sie zum Schatz. Aber wenn du sie verärgerst, gehst du über die Planke. Ich habe mal länger mit ihr gesprochen. Wollte wissen, woher ihr nicht nachlassender Antrieb kommt. Ihre Eltern zu Hause in Kalkutta sind wohlhabend. Und ich meine, damit Auto steht im Wohnzimmer wohlhabend. Sie haben sie auf Elite-Universitäten, Plural, geschickt. Wohl in der Hoffnung, dass sie die Dynastie fortführt. Doch sie blieb nicht dabei. Sie lehnt auch ihr Geld ab. Alles, was sie heute besitzt, stammt von Menschen, die es laut ihrer Aussage nicht verdienen. Sitara hat erlebt, wie ihre Familie Beziehungen nutzte, sich Vorteile verschaffte. Sie meint, dass dieser Mist immer weitergeht, weil die kleinen Leute denken, dass sie eh nichts ändern können. Und sie meint, wir wären jetzt im Herz des Problems gelandet, weil Silicon Valley uns an einen Punkt drängt, an dem es kein Zurück gibt. Er setzt einzelne Eliten mit unaufhaltsamen Unternehmen. Blum steht ganz oben auf ihrer Abschlussliste und sie nennt CTOS 2.0 deren Präventivschlag gegen jegliche Opposition. Ja, die anderen beiden wollen nicht mit mir reden. Da ist also dieser neue Kerl. Er nennt sich Retro. Sein Stil gefällt mir. Er hat eine Weile in Oakland gelebt. Da hat er sich auch einen Teil seines Rufs als Hacker erarbeitet. Ich habe damals alles über ihn gelesen. Das Home Domain Center hat eine Abmachung mit der Homeland Security getroffen. Sie haben Kameras mit nach Oakland gebracht und begonnen, über jeden Daten zu horten. Irgendwie geriet Retro dabei ins Visier. Wegen seiner Computerskills wurde er beim Profiling als Hauptverdächtiger an einem örtlichen Hightech-Überfall markiert. Die Beweise waren rein digital. Nichts bewies seinen Aufenthalt an diesem Tatort. Und die Verhandlung war eine Farce. Mit lauter Aussagen von Leuten, die keine Ahnung von Technologie haben. Nur Lügen, falsche Markierungen und Panikmache. Sie gestanden nicht den kleinsten Fehler in ihrem System ein. Retro hatte Glück. Er traf auf einen Richter, der sich gegen die Höchststrafe entschied. Am Ende leistete er gemeinnützige Arbeit. Er sagte, das sei nicht schlimm gewesen, weil er mit Kindern arbeiten durfte. Er brachte ihnen die Wahrheit über das bestehende System bei. Wahrscheinlich die beste Lektion ihres Lebens. Aber er wusste, dass er wieder gegen das HDC vorgehen würde. Er hat es ausspioniert. Die Accounts seiner Hauptmitarbeiter gehackt. Hat jede Kleinigkeit veröffentlicht, die bewies, wie korrupt das System war. Ein großer Sieg, oder? Tja, vielleicht nicht ganz. Klar, er hat dem HDC einen Schlag versetzt. Hat das Programm zu Fall gebracht. Wo die ganzen Kameras aus Oakland jetzt sind. Die sind noch da. Und rate mal, wer sie jetzt besitzt. Blum. Sie sind ein Teil des CTOS. Sie verfolgen mit ihnen Menschen. Und legen Profile an. So wie es das HDC einst tat. Und jetzt wurde Retro ein richtig böses Profil verpasst. Wir glauben, dass er unbedingt etwas dagegen unternehmen möchte. Und ich bin so auf seine Arbeit gespannt. Ich wette, dass er ein Top-Dead-Sack wird. Er hat gerade von uns geredet. Tada! Unsere eigene Open-Source-Forschungs-App. Also pass auf. Wir hier alle tragen die Schwachstellen zusammen, die wir finden. Und ermutigen alle, ihre Arbeit und Forschung und so zu teilen. Okay, und was macht diese Forschungs-App? Gibt uns mehr Fähigkeiten? Macht uns unwiderstehlich für das Geschlecht unserer Wahl? Also sowas wie eine Ich-kann-Kung-Fu-Geschichte? Wenn Kung-Fu ein Geschlecht wäre und nicht zu 1999. Aber klar. Wähle die Forschungs-App aus und drücke dann...
Drücken. Hab ich. Forschung. Drücke A, um eine Fähigkeit freizuschalten. Wir nehmen. Was haben wir denn da? Basteleien, Gerätebeherrschung. Botnetz. Verbessere deine Hackingleistung. Treffsicherheit, Kampfexperte. Was für Hijack? Fahrzeughacking, Fahrzeugsicherungsumgehen. Meine Personendatenmanipulation. Stadt Zusammenbruch. Ich glaube, Treffsicherheit ist erstmal echt super bestimmt. Kann ich nur ich kann vier. Kann ich jetzt nur ein? Jo, kann. Siehe da! Die Wunder der Technik. Ein 3D-Drucker? Das ist der Arni der Drucker. Er kann ein ganzes Arsenal tödlicher Waffen ausspucken. Ernsthaft? Ja, wenn du's drauf hast. Voila! Hipster-Kaufmann des Todes. Alles klar, aber ich bin kein Hipster. Na klar, red dir das ruhig ein. Jetzt stell mal was damit her. Aber jag uns nicht hoch. Ich glaube, das war... Habe ich das nicht geschenkt gekriegt? Irgendwann kannst du nur die Waffen kaufen, ausrüsten. Schick, schick, schick. Ah, nee. Genau, die Elektroschockwaffen waren das doch, oder? Waffenplatz leer. Jumper, was ist auch das denn? Der Jumper kann in Öffnungen hineinkommen, um schwer zugängliche Orte zu erreichen. Mit Sicherheit kauf. Ja, definitiv gekauft, ey. Geil. Wo packen wir das jetzt ein? In eine Tasche? Ja, kommt in die Tasche rein. Wird dann auch nicht zu schwer. Okay, den Jumper haben wir. Dann haben wir den Quadrocopter. 67.000. Okay. Das ist ein bisschen hart. Elektrowaffen. Ich habe keine Ahnung. Waffenplatz leer. So, was haben wir denn da? Die können wir uns so kaufen. Wir haben jetzt DedSec, dann haben wir Militär. Wir haben Lackierungen, okay. Ja, ich würde jetzt hier die. Nehmen wir erstmal. Schick. Hühner steht ihm. Oh, nutze die Ausrüstung, um Waffen, Geräte auszurüsten. Okay. Aber ich habe da noch einen Waffenplatz frei. Ich hätte ja eigentlich... Scharfschütze ist eigentlich... Kann ich mir alles gar nicht leisten. Ey, scheiße. So schnell ist das Geld weg. Puh. Alter. Nee, ich habe eine, das reicht erstmal. Ach so, jetzt soll ich mit dem da hinten reden. Gut, mach ich das. Nee, das war nicht das. Wie geil! Oh mein Gott, wie geil ist das Teil, bitte. Hehehehe
Nur. Boah, wie mega geil ist das denn bitte? Achso, nee, der war auf... Okay, der war da. Das wusstest du vorher, oder? Wie komme ich nochmal aufs Waffenrad? Nee, so nicht. Was macht der denn da? Ich komme nicht aufs Waffenrad. Was tut der Typ da? Wie komme ich denn nochmal aufs... Oh. Ah. Nee. Ja. Mann. Warte, ich muss mal kurz ausmachen. Ich muss gucken, wie ich aufs Waffenrad komme. Verdammt! Okay, Leute. Ich habe jetzt herausgefunden, yes, wie ich auf das Waffenrad komme. Aber ja, ich kann jetzt hier drinnen meine Waffe nicht ziehen. Ich denke mal, das ist so beabsichtigt. Gut, noch einen Bruder hier zu haben. Gut, hier zu sein, Mann. Seid ihr alle Hacker? Wenn du was wissen willst, komm ruhig zu mir. Also Josh da, der baut immer Zeug, das nicht funktionieren sollte. Im Moment arbeitet er gerade an dieser riesigen Drohne. Und Wrench? Auch ein guter Techniker, aber besser im Kaputtmachen. Und yo, Sitara? Eine echt gute Künstlerin und Grafikdesignerin. Ohne sie hätte DedSec heute weder ein Gesicht noch eine Stimme. Was ist mit dir? Welche Superkraft hast du? Taktischer Koordinator... Oder Katzenhirte, such's dir aus. Ich schick DedSec dahin, wo es am meisten bringt. Kennst du Primate? Das sind ein paar Hacker der übelsten Sorte. Ja, ich hatte schon mal das Vergnügen. War nicht angenehm. Sowas hört man doch gerne. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir mehr Infos. Es laufen immer irgendwelche Orbs gegen Primate. Du bist jederzeit willkommen. Ah, violetten Symbole, Online-Aktivitäten, schöne Daten. Ja gut, das brauchen wir ja jetzt nicht. Ich spreche jetzt echt mit dir. Abgefahren. Was? Diese ganze Bude ist abgefahren. Früher haben wir hier Nachrichten überwacht. Jetzt ist es unsere Follower-Wand. Die zeigt, ob wir im Trend sind? Nein, nein, nein. Sie basiert auf Fakten. Wie viele Downloads unsere App hat, wie viel Rechenleistung wir verfügbar haben. Sowas. Cool. Und apropos, wir laden die DedSec-App gerade in diesem Moment auf dein Handy herunter. Öffne sie nachher, klicke auf die vorgeschlagene Operation und geh raus in den Park. Dann testen wir es. Klingt gut. Eins noch, ich habe dir eine Erinnerung aufs Handy gespielt, damit du weißt, worum es geht. Besorg dir genug Rechenleistung, damit wir Bloom erledigen können. So. Spaziergang im Park. Wähle Spaziergang im Park und dann A, um zu verfolgen. Verfolge die neuen Missionen mit der Briefing. Es liegt an dir, DedSecs Bekanntheitsgrad in San Francisco zu erhöhen. Je öffentlicher DedSecs Ops sind, desto größer wird ihre Botnet-Macht, die ihnen für ihre Operation zur Verfügung steht. Na, jetzt soll ich den Park erreichen. Gut. Machen wir das. Ach, hier kann ich mich auch ausruhen. Kann ich mich auch noch hier. Meine Güte, nee. Ne, ich hau jetzt erstmal ab. Und gleich nach der Pause sprechen wir mit einem ehemaligen Street Artist. Sweet Tea, wie in der Szene genannt wird, möchte sein neues Buch promoten und eine brandneue Modelinie. Mit T-Shirts, Kappen und Schmuck. Äußerst bemerkenswert.
Na, danke für die Nachrichten. Oh, es ist dunkel. Mission, Fortschritt, Deckung, Welt erkunden. Schalte NetHack überall um Belohnungen. Mhm. Sehr viel Geld und interessante Gegenstände. Wenn du interessante Gegenstände einmal entdeckt hast, werden sie in Jüngern angezeigt. Interessante Gebiete, okay. Die App ist runtergeladen und ich bin im Park. Was teste ich denn? Mach Profile von deiner Umgebung. Leute, Geräte und so. Schau, was du rauskriegst. So finden wir unsere nächsten Ops. Und indem wir Ops durchführen, die den Leuten wichtig sind, wecken wir ihr Interesse an DedSec. Je mehr Follower die App runterladen, desto mehr Infos kriegen wir. Der Kreislauf des Lebens. Oh, und schau, ob du Komponenten findest, die bei unserer Forschung helfen. Hipster Kaufmann! Die App ist ein Data Mining Tool. Des Todes! Okay, okay, ich hab's kapiert. Also, was jetzt? Das liegt bei dir. Du kannst tun, wonach dir gerade ist. Wir posten Orbs in der DedSec-App. Und für die kriegen wir Follower. Und Follower sind unser Tester. Follower hey, bedeuten Computer. Wie läuft das Startup? Damit kriegen wir mehr Rechenleistung. Mehr Algorithmen, mehr Probleme. Schon klar. Meldest du dich mal? Du bist auf der Liste. Okay. Aber ich muss Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.